So. Doch, du bist der Frank. Gegenwärtigen Weihnachts-Scrooge. Nein, du bist gar nichts und Weihnachten ist noch vorbei, du Vollidiot. Du bist viel zu spät dran. Ja, ich habe auch zu tun, Scrooge. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie Weihnachten dieses Jahr bei dir aussah. Ja, wie denn? Na komm, sag doch schon. Sag. Hä? Ja, ziemlich beschissen. Siehst du doch hier. Ja. Du klingst nicht wie ein Elf, du klingst wie ein Kastrat. Ja, also Elfen sind auch in Wirklichkeit Kastraten. Hat man dir die Eier abgerissen? Ja, am Nordpol. Das macht der Weihnachtsmann persönlich. Warum macht der Weihnachtsmann das? Hat er einen Fetisch? Ist es etwas, was er macht? Sammelt er sie in einem Glas? In einem Cognac? So in einem Weinbrand? Säuft er das dann später? Ja. So ein kleiner Dreckskerl. Naja, wir wussten ja, dass er pervers ist. Was für Männer kommen dann auch durch den Kamin und besuchen Kinder? Das können ja nur Leute sein, die man normalerweise verhaften würde. Aber ich habe ja gehört, der Typ hat ziemlich große Leute in einflussreichen Positionen, die ihn schützen, oder? Und damit herzlich willkommen zur Tafkak-Show, unserem großen Tafkak-Spezial sozusagen. Quasi Tafkak 2021, das große Best-of. Das heißt nicht nur, dass der werte André in der heutigen Folge, und das ist ein Versprechen, das er mir gegeben hat und was er heute einlösen wird, in dieser Show sämtliche gelungenen Zoten, ja, die er im Laufe des Jahres in der Tafkak-Show von sich gegeben hat, heute nochmal wiederholen wird, sozusagen ein Best-of-Programm, wie ein Comedian, der mit wie eine Mario-Bart-Tournee, der immer jeden Abend das Gleiche bringt, werden wir heute André hören, wie er die besten Kommentare aus, ich weiß nicht, bestimmt 20 Tafkak-Shows. Jahren, genau, 20 Jahre Tafkak-Show, das ist ja die Jubiläumssendung. Ja, so sieht's aus und das ist unser großes Special. Wir werden zurückblicken auf das vergangene Jahr und das nicht nur das vergangene Jahr Tafkak-Show, sondern auch generell auf das vergangene Jahr, was natürlich nicht so, ja, nicht so wichtig, nicht so großartig, nicht so pompös, wie jetzt die Tafkak-Show war. Aber dennoch ist einiges vorgefallen dieses Jahr, ne? Das stimmt, Frank, das stimmt. Es ist einiges vorgefallen. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, Frank. Aber ich sag mal so, das ist auch unsere Zeit, ne? Es kommen immer mehr Zwillinge auf die Welt, weil einer allein sich nicht mehr raustraut. Okay, den kannte ich jetzt noch nicht, aber der klingt jetzt auch so, als passt er auch wirklich zu dir. In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme, aber ich habe es gelesen. Und dachte mir, das muss ich mir unbedingt anstreichen, das muss ich mir unbedingt notieren, weil das ist irgendwie etwas, das passt, weil das hättest du erfinden können. Weißt du, wie das Michelin-Männchen in Wirklichkeit heißt? Also es hat ja auch einen Namen. Klopsi. Nee, das ist der Bib und das ist die Kurzfassung, Langfassung ist Bibbendum. Bibbendum. Das klingt Bibbendum. Ehrlicherweise wie ein Reisgericht aus Korea. Ja, aber die Frage ist, wird man davon fett? Oder kriegt man davon einen Blähbauch? Puh, Frank, ich weiß es noch nicht, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, ich bin ja der Arnold Schwarzenegger von Berlin. Wenn ich aus meiner Stammkneipe komme, ist keiner breiter als ich. Wo nimmst du denn eigentlich diese schlechten Zoten so spontan her? Frank, was heißt denn hier schlechte Zoten? Also weißt du, ich sag mal so, weißt du, wer hier... ein Problem, Frank, ich finde das ist so eine Sache nicht, weil Frank, ich finde das nicht okay, reden wir mal von schönen Dingen, ja? Reden wir von mir, lach bitte nicht. Ja, wenn wir ans Jahr 2021 denken, wenn wir an Beginn des Jahres 2021 denken, dann denken wir natürlich an eine Sache, dieses Stunt-Double von dir, also ich habe das in den Medien gesehen, im Film gesehen und dachte mir, der sieht ja aus wie du. Ja. So, daraus kannst du jetzt irgendwas samplen, oder? Wer hat denn heute noch die Zeit zum Samplen? Weiß ich nicht. Ich finde ja noch nicht mal mehr Zeit, den Scheiß zu schneiden. Nein, ich wollte anspielen auf den Sturm aufs Kapitol, erinnerst du dich noch? Den Typ mit Gesichtsmaske und Büffel... Hörnern auf und amerikanischer Flagge, der quasi als Wahrzeichen dieses Sturms in die Geschichte eingehen wird. Puh, Frank, weißt du, ich sag's mal so, ich kann ihn verstehen, weißt, er wird sich bestimmt gefühlt haben, wie der Erfinder der Konservendose, der ja arm gestorben ist, weil der Dosenöffner ist ja erst 15 Jahre später erfunden worden. Okay.
Da Frank, jetzt bitte mal, ja, da fällt mir doch glatt das Schnitzel vom Steak. Nicht lachen, ich mache Trennkost. Nein, okay, das ist mir heute ein bisschen zu flach. Ich gebe das mal an Ramona. Kommst du mal bitte? Ramona? Hallo, ich bin die Ramona. Und ich übernehme jetzt mal für den Frank, weil der hat mir schon gesagt, ja, diese Zoten vom André, das kann nicht jeder ab und ich bin dafür bekannt. Also ich komme aus der Gastronomie, ja. Ich kenne mich aus mit schwierigen Kunden und ich denke, ich werde mit diesem André heute fertig. Meinst du das wirklich? Wie war der Name nochmal? Ramona, weißt du eigentlich, bei uns in der Stadt wurde jetzt eine Orgasmusschule eröffnet. Wer zu spät kommt, der kriegt eine 5. Das finde ich jetzt ganz schön anzüglich von dir, André, dafür, dass wir uns nicht kennen, dafür, dass wir vorher... Boah, meine Güte, Ramona, ich sag doch mal, ich nehme wie... 2021 war jetzt auch das Jahr erneut, auch das Jahr der Frauenbewegung, auch das Jahr von MeToo 2.3.0, ja, von, ich sag nur, in der vorletzten Ausgabe von Focus war nicht etwa die Top 100 der erfolgreichsten Männer des Jahres vertreten, nein. Die haben gar keine Erwähnung gefunden. Nein, es ging um die Top 100 der Frauen. Ja, und ich glaube, in Zeiten wie diesen, ich glaube, im Jahre 2021 und jetzt im Jahr 2022, muss man sich sowas von dahin gerotzten. Hey, hör doch mal zu. Ja, Ramona, Schätzelein, jetzt seid doch bitte leise. Ich weiß doch, wie es läuft. Ne? Ich meine, ich habe mal meiner damaligen Freundin ein Buch geschenkt: Techniken der Liebe. Da hat sie gefragt, wozu brauchen wir Technik, wenn wir kein Werkzeug haben, ne? Ramona, ich weiß doch, wie es läuft. Ich weiß doch, wie es läuft. Ich sag auch immer, Frauenparkplatz, was ist das? Kann man seine Frau über Nacht abstellen? Musst du mir doch nicht sagen, Ramona. Musst du mir doch nicht sagen, ne? Also ich meine, ich sag mal, wenn wir schon mal hier sind, zu einem schönen Abend gehört ja auch ein schöner Mann, sag ich jetzt mal. Und hier bin ich. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr hört es insbesondere, liebe Zuhörerinnen, ja? Also mit so etwas muss ich mich heute hier herumschlagen, aber Gott sei Dank gibt es ja auch noch euch, werte Zuhörerinnen, die emanzipierte Podcast-Hörerinnenfront, ja, die schon immer gefordert hat, wo sind die Frauen in der Isolierstation? Boah, mein lieber Gott, vergib mir. Meine Gläubiger weigern sich ja. Ja, also um nochmal hier, der Frank hat es ja eben angesprochen, um den auf den Sturm aufs Kapitol. Meine Güte, Ramona, du denkst, du hast Probleme, ja? Ich sag mal so, mein Hund ist so schweinefaul, andere Hunde bringen ihrem Herrchen die Leine, meiner bringt mir die Autoschlüssel. Und da denkst du, du hast Probleme, ja? Ich sehe schon, also du möchtest dich hier nicht zum Sturm aufs Kapitol äußern, weil da könnten vielleicht auch wieder deine, ich sag mal, ich habe ja schon ein paar Mal hier reingehört in die Kafka schon, ja? Ich würde sagen, ich neige da nicht zur Übertreibung, wenn ich jetzt behaupte, du möchtest das so nicht sagen, weil man könnte wieder heraushören, dass du durchaus ein Vertreter der rechtspopulistischen Meinungen bist und dementsprechend wahrscheinlich auch noch pro Norm aufs Kapitol bist. Nee, Frank, Ramon, entschuldige bitte, das weiß ich, also das weise ich jetzt mal komplett zurück, ja, ich bin kein Sympathisant der rechten Bewegung, ich habe sie erfunden. Am 20. Januar wurde außerdem Joe Biden als Präsident und Kamala Harris als seine Vizepräsidentin vereidigt. Was fällt dir dazu ein? Nicht. Ja, mindestens 21 Menschen sind an der Grenze zu Polen gestorben. Seit Juli hat Belarus Flüchtlinge an die Grenze zu Polen transportiert. Was fällt dir dazu ein? Ist ja scheiße. Wenn du zurückdenkst an die Flutkatastrophe in Deutschland, fällt dir da am ehesten ein in deiner maskulinen, männlichen, übertrieben männlichen, Testosteron geprägten Art und Weise? Da sehen wir es wieder. Das ist ein André Wenzel, liebe Zuhörerin. Ja, wenn man ihn mal vor vollendete Tatsachen stellt, wenn man mal die dicke Hose, mit der er sich vor jemanden positioniert, einfach mal runterzieht und diesem kleinen Pimmelchen ins Angesicht schaut. Ja, ja bitte? Ja, also, Flutkatastrophe in Deutschland. Was fällt dir dazu ein, Gatter an? Was? Wozu? Ja, die Flutkatastrophe. Soll mir das so einfallen? Ja, hat dich das persönlich tangiert? Hat dich das vielleicht wenigstens etwas emotional mitgenommen oder
Nö. Kann es sein, dass du nicht nur herzlos bist, sondern auch einfach nur ein Stein? Ja, das kann sein. Im August verließen die internationalen Truppenverbände und mit ihnen auch die deutschen Soldaten das leidgeprüfte Land am Hindukusch. Die Rede ist von Afghanistan. Du erinnerst dich sicherlich noch an die Bilder der losfliegenden Flugzeuge und die Menschen, die sich dran gekrallt haben und teilweise verzweifelt wieder gen Boden geklatscht sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit einem Film verwechsel, aber so habe ich es jetzt in Erinnerung. Dieses Drama, was da am Hindukusch stattfand, das muss dich doch zumindest etwas persönlich bewegt haben in diesem Jahr. Puh, ich weiß ja nicht, Ramona, was du mich hier voll laberst. Weißt du, ich bin in einer Situation, da kann ich sagen, sag mal, kennst du das, wenn du morgens aufstehst, aber der Kreislauf bleibt liegen? Das ist doch mein Leben, ja. Und du kommst mir mit so einem Kram an. Na ja, gut, also der Kreislauf bleibt liegen heißt in dem Fall, dass du wahrscheinlich auch schon seit einigen Jahren keinen bekommst. Das würde jetzt auch erklären. Ja, und jetzt knarzt er sogar schon. Ja, die ganzen Sachen, die ich hier in der Tafkrag-Show gehört habe, die an Frauenfeindlichkeit, ja, generell nicht mehr zu überbieten sind. Ach, weißt du, ich weiß noch, wie die Frauen immer gelacht haben, wenn ich mich ausgezogen habe, weil ich Unterhosen hatte, die bis zu die Kniekehlen gingen. Hinterher wussten sie dann, warum. Ja, außerdem dieses Jahr, natürlich sind wir auch weiterhin noch fest im Griff der Pandemie Corona. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du dich dazu schon mal in der Tafkrag-Show geäußert hast, aber Corona, wie tangiert das dich persönlich? Ach. Das ist das mal. Ne? Das, ja, auch das. Auch das ist ein Mensch. Gestellt und da sehen wir auch, das, was er von sich gibt, das, was er dieses ganze Jahr, diese ganzen letzten Monate von sich gegeben hat, hier in diesem. So, jetzt ist mal Schluss hier, ja, Ramona. Entschuldige bitte mal, ja. Ich hab keine Zeit für diese. Mein Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabummisierung, die du hier an den Tag legst. Okay, verstehst du? Ich meine, ich sag's mal so: Zicke, Zacke, Hühnerkacke ist heutzutage nicht mehr gegeben, vor allen Dingen nicht in diesem Jahr, wo es immer nur hieß, Lirum, Larum, Löffel, Stiel. Wer zu viel isst, der isst zu viel. Wenn der Hahn auf dem Mist kräht und das Wetter nicht bleibt, wie es ist, so sieht es aus, Ramona. Was sagst du denn dazu? Also mit dir ist wirklich... Ja, entschuldig also, mal, hier fliegen halt nicht gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Polonaise. Frank hat mir da ja einiges von dir erzählt und ganz ehrlich... Von Blankenese. Bis hinter Wuppertal. Kann ich ihn da voll und ganz verstehen? Hast du wenigstens eine Meinung? Kannst du wenigstens irgendwas Nettes, irgendwas Sympathisches, irgendwas ja, Bleibendes sagen zur Verabschiedung der, unserer werten Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit einem großen Zapfenstreich Anfang Dezember in Berlin, quasi bei dir um die Ecke, in deiner Nachbarschaft, verabschiedet wurde? Warst du vor Ort? Standst du in der Menschenmenge? Natürlich mit Maske, selbstverständlich. Hast du ihr nochmal zugejubelt? Hast du ihr nochmal einen Kuss zugeworfen? Vielleicht bist du auch hingelaufen und hast sie geküsst. Zapfen. Ich, Zapfen, geil. Also ganz ehrlich, ich verstehe jetzt, wo mit sich hier Frank die letzten Jahre rumschlagen muss. Das ist echt nicht schön. Ich verstehe also, das auch, aber wenn er halt darauf steht, meine Güte, ich sag immer, ein bisschen Sado ist immer ganz okay, ne? Und ein bisschen Maso. So ein emanzipierter, frauenfreundlicher, also ein wirklich, ja, ein Bild von einem Mann. Och, bitte, der Frank gehört doch zu den Leuten, die nehmen zum Rasensprengdynamit. Den solltest du dir mal ein Beispiel nehmen, ja, so ein sympathischer, zuvorkommender, netter, ja, Mann. Im Gegensatz zu dir, du bist nur ein Ogre. Ein was? Ein Ogre. Ja. Du bist quasi der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz unter den Podcastern. Meine Fresse, ich habe... Entschuldigung, verbessern. Vom Humor her bist du eher ein Armin Laschet.
du, sorry, aber ich habe dafür eine Entschuldigung, ja? Ich hatte ja eine schwere Kindheit. Meine Eltern haben mir in jedes Ohr ein Schnitzel gehängt, damit der Hund mit mir spielt. Wie ist es dir? Was soll ich dazu sagen? Wie feiert denn eigentlich ein Opa wie du Weihnachten? Wie hast du denn Weihnachten gefeiert? Ich habe nur wahrscheinlich allein im Keller. Eigentlich nicht. Ich hab nur gefickt. Also ganz ehrlich gesagt, 24. Dezember, mitternachts fing an. So, dann halt bis zur Mittagszeit, weil ich muss auch was essen, weil hatte ja Hunger. Mal kurz Pause gemacht, 2 Stunden weitergefickt und dann halt, bis ich wieder arbeiten musste, am 27. gegen 6 Uhr rum, ja. Ist das die Art, wie du dich präsentieren möchtest in dieser Sendung? Was du von dir vermitteln möchtest? Ja? Ich sag mal so, mein Schwanz ist so wund geschubbert, ich kann hier nur in einer Eisunterhose sitzen. Du bist frauenfeindlich, du bist sexistisch, du bist antifeministisch. Du bist quasi, ich bitte dich mal, Ramona, das geht ja richtig runter wie Öl. Ich hätte ja gar nicht geahnt, dass du echt auch das noch loben kannst. Das ist ja nett von dir. In Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes steht seit 1994 der Satz, dass es die Aufgabe des Staates ist, an dieser Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen mitzuwirken. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wie stehst du zu dieser Aussage, André? Stehen. Zapfen. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum du keine Freundin hast? Nö. Nee. Ja, aber vielleicht ist dieser Podcast, vielleicht ist auch diese Ausgabe, die du dir unbedingt nur mal anhören solltest, das zeitliche Dokument dafür, dass dir zeigt, was denn überhaupt dein Problem ist. Ja? Was ist es denn? Ja, du bist frauenfeindlich, du bist sexistisch, du bist antifeministisch. Ach. Du bist bestimmt sogar homophob. Wahrscheinlich sogar islamfeindlich. Du, ich weiß nur, ich habe heute Morgen in den Spiegel geschaut und gesagt, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich will mich wirklich in meiner Form als Frau von dir persönlich angegriffen. Und, ja, komm, weißt du, ich sag mal so, du kannst ruhig herumflennen, glaube bitte nicht, dass ich jetzt hier irgendwas tun werde, um dir zu gefallen, weil hinterherlaufe. Halt mal die Klappe. Jetzt rede ich, Püppi, ich rede jetzt mal, ja? Der Männer redet jetzt hier, Püppi, Mund halten, nicht wahr? Geh kochen, also. Und sowieso, hinterherlaufen tue ich den Traum sowieso nicht mehr. Seit wann kommt der Knochen denn zum Hund, sag ich mal, ne? So. Schon fertig abgewaschen, bist wieder da? Ach, jetzt schweigt sie wieder. Das Tolle an der Sache ist, Weiber denken, Schweigen wäre eine Strafe für uns. Da ist das Schönste, was wir haben können. Ach, meine Güte. Kinders, ich sage euch ja, mein Nachbar, sag ich mal, der handelt jetzt mit Brieftauben. Richtig geil. Morgens verkauft er sie, abends sind sie wieder da. Einige Leute glauben, ich bin eitel. Ich sage so, ich bin so eitel, ich trage Kondome mit Bügelfalte. Ja, naja. Neulich sagt auch der Tankwart zu mir, sagt ihr, ihre Reifen sind abgefahren, ich nur da nichts hinterher. Und sag ich mal, Autofahren, nicht wahr? Leitplanke hier. Wenn im Sommer ein Ostfriese an der Leitplanke festgebunden ist, dann ist sein Hund in den Urlaub gefahren. Ja, so ist das nämlich, ne? Mein Hund ist ja so faul, ach, den hatte ich schon. Nee, ja. Super. Oh. Wenn du zuhörst, Schatz, wenn die Tüten zu schwerfällig gewesen sind, kein Ding, geht noch zweimal. So. Ja, und sonst so. Wusstet ihr eigentlich, stand vor kurzem Sarg auf St. Pauli, wollte es aufmachen. Ging nicht, waren Zuhälter drin. Ach, meine Güte. Ich sag mal so, Geld macht halt auch nicht glücklich, ne? Es muss einem auch schon gehören. Aber nichts tun ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber man weiß ja nie, wann fertig ist. Hier zum Beispiel, für Beamte ist jetzt zum Beispiel der Montag immer der schwerste Arbeitstag. Da müssen sie 2 Kalenderblätter abreißen, 2. Hm?
Na ja, guck mal nach. Was steht Neues? Steht was Neues in der Zeitung? Ja, das Datum. Und, woran erkennst du denn einen ostfriesischen Piraten? An zwei Augenklappen. Ja, wenn ich ein bisschen betreten wirke, Leute, dann seht's mir bitte nach. Ich habe heute 2 Stunden im Stau gestanden. Mir tun die Füße echt weh. Bin echt müde und werde dann noch bald schlafen gehen und ja, dann morgen früh, der Morgengrauen weiß schon, warum man so heißt, sage ich jetzt mal, ne? Sage ich jetzt immer mal so, ja. Naja. Anyway, Leute, das war's hier. Wenn ihr nach Hause nachher jetzt fahrt, fahrt vorsichtig. Wenn ihr ein rotes Licht seht, dann haltet an, geht rein und macht einen schönen Abend. Und wenn es heute Abend gefallen habt, dann erzählt es weiter. Wenn nicht, dann erzählt es mir. Ich erzähle es bestimmt nicht weiter. Und zum Schluss noch hier. Die Frühlingsluft riecht frisch und zärtlich. Der Winter sagt, ich habe fertig. So, ihr habt bestimmt gedacht, das ist zu Ende. Natürlich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Frank jetzt hier noch zuhört. Oder ob die Ramona weg ist. Ob sie sich jetzt beide gerade um seine Lücken hier kümmern. Weiß ich ja nicht. Anyway, guten Abend, werte Zuhörer, werte Zuhörerin. Endlich haben wir uns dieses störende Elements mal kurz entledigt und können mal jetzt hier so ganz zwischen uns reden, mal so einfach mal ein bisschen auch mal so Real Talk machen. Das geht ja sonst nicht, wenn man ständig so einen Möchtegern-Scherzbold hat, der einem dazwischen quatscht. Deswegen, Leute, sind wir ganz ehrlich, ja, war nicht schön. Ob 2020 scheiße war, da habe ich selber keinen Zweifel. Dass 2021 genauso scheiße war, wird sogar noch beschissener. Aber Leute, jetzt kommt 2022. Und ich sage euch, ja, es sieht nicht ganz so gut aus, aber das Wichtigste ist natürlich, lasst den Kopf nicht hängen. Es ist mir jetzt natürlich nicht gegeben, euch auf irgendeine Art und Weise Mut zuzusprechen zur Hölle. Ich bin nun vermutlich der Letzte, der jetzt hier irgendwelchen Kram erzählen könnte, um euch aufzubauen. Ich meine, dafür bin ich jetzt ehrlicherweise nicht gemacht. Es gibt auch keinen, der, denke ich, sagen würde, Donnerwetter, der André, das ist ja eine gute Launekanone vor dem Herrn. Eher genau das Gegenteil, wie wir wissen. Und deswegen will ich euch jetzt halt auch nicht irgendwelchen Quatsch erzählen mit, oh, das wird schon alles. Nein, es wird scheiße weiterlaufen. Völlig egal, auf welchem Spektrum ihr jetzt steht. Seid ihr Querdenker, finde ich euch scheiße, aber nichtsdestotrotz, für euch, ihr werdet auch keine Lösung finden. Ihr werdet weiterhin denken, der Staat will euch vernichten. Währenddessen werden die anderen Leute weiterhin leiden, weil wir denken, der Staat interessiert sich nicht für sie. Ist das merkwürdig an der Sache? Eigentlich haben wir zwei Gruppen, die Querdenker, jetzt mal so ganz salopp bei den Kamm geschert, plus die Leute, die die Pandemie ernst nehmen. Und eigentlich haben beide ja eine Art gemeinsamen Feind, den Staat, der sich nicht mehr für ihre Belange interessiert. Der Staat, der ja eigentlich die Leute einigen sollte. Ein Staatsapparat, der ja dafür sorgen sollte, dass es für jeden ein gutes Leben gibt, der vermitteln sollte. Und das hat er halt komplett, ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen verlernt. Es war ja noch nie so wirklich etwas, was ihm gegeben war. Solange halt jeder die Möglichkeit gehabt hat, sich auszuleben, seinen Narzissmus, seine Unternehmungslustigkeit, ist es halt nicht so aufgefallen, weil die Leute waren halt abgelenkt. Aber seitdem wir jetzt halt diesen Kram haben und der Staat wirklich was machen muss, stellen wir halt ganz einfach fest, läuft scheiße. Der Staat, ja, der kann leider gar nichts. Das ist eine dieser wirklich furchtbaren Erkenntnisse dieser Tage, dass der Staat
eigentlich ein Gebilde ist, das so nicht mehr funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Einige Leute werden jetzt sagen, ein Umsturz. Das ist natürlich Quatsch. Die meisten Leute, die von einem Umsturz schwadronieren, sind die Leute, die als erstes anfangen zu flennen, wenn ihre Prime-Lieferung am nächsten Tag nicht pünktlich kommt, weil sie zu blöd gewesen sind, sich daran zu erinnern, dass ihr Sohn, ihre Tochter an diesem Tag Geburtstag haben und deswegen erst viel, viel zu spät ihre Bestellung abgeben, gerne am Vorabend des Geburtstages, so gegen 20 Uhr, weil sie irgendwo gelesen haben, Prime, One-Day-Lieferung, komplett übersehen, dass der auch noch steht, wann das Lieferdatum ist. Dann rufen sie beim Kundenservice an und beklagen sich darüber, dass das Versprechen nicht eingehalten wird. Ich will nicht sagen, dass ich hier aus Erfahrung spreche. Natürlich nicht. Wie käme ich dazu, das zu sagen? Und eigentlich habe ich auch gar nicht so viel zu sagen, aber ich mache es halt trotzdem. Denn das Schlimmste, was uns ja passieren kann, ist ja tatsächlich, wenn es auch nur einen Moment der Stille gibt. Der Mensch erträgt keine Stille mehr. Die ganze Zeit muss irgendwas sein, was ihn ablenkt. Ob es jetzt TikTok-Videos sind, Videospiele, Filme, Serien, Bücher, Musik, was weiß ich. Ein Moment der Ruhe, ein Moment, wo die große Kakophonie des Lebens mal kurz verstummt, ist das Schlimmste, was passieren kann, weil dann erkennt der Mensch vielleicht, dass er eigentlich ohne jegliche Bedeutung auf diesem Planeten gelangt ist, dass das, was wir heute als Mensch kennen, nur die Abfolge einer zufälligen Evolution ist und es keinen großen Plan dahinter gibt. Der Mensch in all seiner Herrlichkeit ist gar nichts. Nichts. Sip. Nada. Viele streben nach irgendeiner Wahrheit. Das ganze Leben versuchen sie irgendetwas zu finden, was ihrer Existenz Bedeutung verleihen könnte. Aber bedauerlicherweise steht am Ende eines langen Lebens meistens immer nur die faustische Feststellung, hier stehe ich nun, ich dummer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Ein Leben reicht einfach nicht aus, um das große Geheimnis des Lebens zu finden. Hunderte, ach Tausende von Leben würden nicht reichen, dies zu finden. Und warum ist dem so? Weil es nichts gibt. Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen, etwas zu erklären, was nicht erklärt werden muss oder kann. Es ist so, als würdet ihr nichts beschreiben wollen. Nichts ist nichts. Man kann ein Nichts nicht beschreiben, weil es halt nicht ist. Und so verhält es sich auch mit dem Sinn des Lebens. Alles, was wir machen, ist doch im letzten Endes nur der verzweifelte Versuch, diese völlige Sinnlosigkeit des Daseins zu übertönen und uns dem Glauben hinzugeben, da wäre irgendwas. Deswegen erschaffen wir Kunst. Entschuldigung. Mein Name ist Rainer Hufschmied. Ramona, bist du jetzt in der Menopause? Rainer Hufschmied. Ramona, was ist passiert? Hast du wieder deine... Ramona, hast du wieder deine Hormone nicht genommen? Ramona, du weißt, was dann passiert. Podcast-Netzwerkes und Herr Wenzel, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, Sie haben ja diesen Vertrag hier bei uns unterschrieben, bei Isolierstation Productions, aber das ging mir jetzt doch ein wenig zu sehr ins Philosophische, um nicht zu sagen ins Depressive. Es ist ein Entertainment-Netzwerk. Das Isolierstation Podcast Network ist ein reines Entertainment-Netzwerk. Entertainment, wissen Sie überhaupt, wofür Entertainment steht? Ja, das E in Entertainment steht für Entertainment.
Was? Und Sie, Herr Wenzel, haben unterschrieben, für Unterhaltung zu sorgen. Was ich gerade hier in den letzten 30 Sekunden, wo ich mich hier mal eingeklinkt habe, in diese Tausenden und Abertausenden von Podcasts, die in meinem Netzwerk veröffentlicht werden, ich höre natürlich immer mal wieder rein, was gerade live produziert wird, sind Sie diesem E im wahrsten Sinne des Wortes nicht wirklich nachgekommen. Und ich würde schon fast sagen, Sie, Herr Wenzel, sind vertragsbrüchig. Ja. Und nun? Ja, nun müssen Sie Buße tun. Ja. Haben Sie den Vertrag zufälligerweise noch vor sich? Ja, Moment. Schauen Sie mal kurz auf Seite 3. Seite 3, Absatz 20b, da steht, ja, sollte der unterzeichnende Entertainer seinem Entertainment-Vertrag nicht nachkommen, so hat er ein Lied seiner Wahl, allerdings mindestens 3 Minuten 30 lang, in voller Länge mit allen Strophen hier im Podcast wiederzugeben. Ja, das mag vielleicht da stehen, aber wie Sie ja gerade gesagt haben, ich bin vertragsbrüchig und demzufolge, wenn ich es eh schon bin, dann kann ich das auch weiterführen. Ich bin es ja eh schon. Folglich. Möchten Sie, dass ich Sie abholen lasse? Möchten Sie lieber in den Knast? Ja, also gegen Podcast-Vertragsbrüchigkeit in Deutschland, das ist kein Kavaliersdelikt. Ja, das ist jetzt nicht so, als wären Sie jetzt in der Straßenbahn ohne Maske gefahren oder sowas. Ja, nein, also ein Podcast-Vertragsbruch, das ist in Deutschland schon, sagen wir, mindestens 3 Jahre ohne Bewährung. Okay, nehme ich mit. Ja, ich mach's. Na los, kommen Sie doch. Holen Sie mich doch. Lebend kriegt ihr mich nicht. Ha, 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 ha. So. Herr Wenzel, wir wissen, dass Sie da drin sind. Herr Wenzel. Kommt rein und holt mich. Make my day. Ja, irgendwie funzt das nicht so wirklich. Hi, ich bin wieder da. Hier ist der Frank. Habe ich was verpasst? Du, ja, nur eine Sache. Weißt du, ich habe neulich bei dem DJ angerufen, den er mir empfohlen hat. Weißt du, was der gesagt hat? Wer hat dir was empfohlen? Ein DJ? Nichts, hat er mir gesagt. Er hat gleich aufgelegt. Ah. Ja, dann hast du aber nicht bei Thorsten Hübner, dem DJ, Laune angerufen. Ne? Den gibt es übrigens auch noch. Sehe schon so, zum Jahresabschluss geht es dir richtig, richtig gut. Kann das sein? Ach, ich sag mal so, geht ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, Sie kommen mal reichlich spät. Ja, aber jetzt mal unter uns, ich wollte ja die heutige Ausgabe der Tafkrack-Show nutzen, um eine neue Nummer 3 neben uns beiden testosterongeschwängerten maskulinen Männern einzuführen, die Ramona. Aber irgendwie ist Ramona ziemlich erbost an mir vorbeigelaufen. Und was hast du mit der angestellt? Ich habe ihr nur eins eingeflößt. Mein Flavor of Love. Flavor of Love. Genau Flavor. Den. Genau den. Baby. Er hat den Flavor of Love. Flavor of Love. Er ist nektarsüß. Nektarsüß und scharf wie Chili. Chili. Yeah, Baby. Baby. Oh Gott. Chili. Oh Gott. Trink den Nektar bis zur bitteren Neige des Krugs. Trink ihn. Ah, ja. Oh yeah. Flavor of love. Flavor. Flavor. Flavor of love. Oh Gott. Oh Gott.
Oh ja, den Nektar, den Flavor of Love. Drink it, Flavor of Love. Bis zum letzten, nein, until the last drop. Drop, drop, in the name of drop. Flavor of love. Nee, wer ist mir ernsthaft, wo ist Ramona hingegangen? Keine Ahnung, die ist an mir da vorbeigestürmt und dann war sie weg. Moment, sie kommt gerade wieder rein. Ey, das ist mein Mikro. So, und was ich dir auf jeden Fall noch sagen wollte, lieber André. Hey, Ramona. Ja? Wie ist es? Ich verstehe völlig. Du musstest dich erstmal wieder duschen, oder? Ich verstehe das völlig, weil wenn meine Hotlines auf deine Ears treffen, dann entsteht der Funke, der deinen Liebesschoß in Flammen aufgehen lässt. Das verstehe ich völlig. Mach dir keine Sorgen. Was ist damals passiert, dass du so ein misogynes Arschloch geworden bist? So ein sexistisches, antifeministisches, antigenderisches Arschloch. Woher kommt dieser ganze Frauenhass, diese Frauenfeindlichkeit, dieser Sexismus? Ja? Ich bin in den Kindergarten gekommen. Ja, und was ist da passiert? Da musste doch irgendwas passiert sein, dass das quasi in dir ausgelöst wird. Nö, ich bin einfach ein Naturcharmeur. Die Kinder vielleicht fallen lassen. Nein, ich habe sie fallen lassen. Deswegen hat sie sich das Leben genommen. Schon als kleiner Rabauke im Kindergarten war ich ganz einfach der absolute Lord of Love. Lord of Love. Lord of Love. Ich wusste, dass das kommt. Love. Yeah. Ja, Ramona? Ja, was denn? Und, wie geht's jetzt, Ramona? Jetzt, ne? Ich meine, wenn du jetzt hier so mit einer Person redest, wo jedes einzelne Wort das Orgasmuscenter deines Gehirns radikal und zerbröselnd trifft. Das ist eine Frage von Respekt und ich fühle mich hier einfach nicht respektvoll von dir behandelt. Ich meine, frauenfeindliches Denken. Das mag vielleicht doch ganz einfach daran liegen, dass ich dich nicht respektvoll behandle. Jede vierte Frau in Deutschland erlebt zum Beispiel Schläge oder Vergewaltigung. Und was du hier gerade machst, ist quasi eine Vergewaltigung in deinem Podcast. Ja? Und ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass Ursachen für Frauenfeindlichkeit Rollenmuster sind, die tief in der Gesellschaft verankert sind. Aber bei dir, ja, da steckt der Anker ja schon so tief im Arsch. Ich kann mir überhaupt nicht erklären. Oh, yeah, baby. Dieses Macho-Retour. Anker im Arsch. Hey, warte mal ganz kurz. Anker im Arsch. Ich finde, das ist eine Autotune-Zeile wert. Komm, mach schon, Baby. Ich weiß nicht, was du da von Autotune hast. Total bescheuert, ja? Okay, dann nicht. Ich verstehe völlig, dass du deine Finger gerade für was anderes brauchst und nicht für die Soundmaschine verwenden kannst. Du als jemand, der hier eine Verantwortung hat, der quasi als Vorbild, ja, für viele Menschen gilt, weil du bist ja nun mal Teil eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts überhaupt, ja? Yeah, Baby, es ist dir auch aufgefallen, ja? Aber das unbewusste Nachspiel. Warte ganz kurz. Vergiss deinen Satz nicht. Ich muss kurz vom Nectar of Love nippen. Ah. Lecker, lecker, lecker. Nectar of Love. Ah, ja. So. Ja, Ramona, jetzt kannst du wieder reden. Es bringt doch nichts, mit dir zu reden. Ich verstehe auch nicht, warum Frank die letzten Monate mit dir geredet hat. Ich meine, bei dir ist doch, du bist doch quasi ein lebendes Porno-Drehbuch. Du bist doch nicht so aus der heißen Luft. Ah. Jo, Mädel, ich kann nur eins sagen. H
heiß bin ich auf alle Fälle. Schnuckiputz. Nein, Frank, ich kann das nicht. Übernimm du wieder. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Bye, Honey. Ja, wie hast du, ich weiß nicht, was du mit dir. Warte, ich muss hier mal kurz nachrennen. Ich renne hier kurz nach. Moment. Ja, nun ist der Frank und die Ramona, sind die beiden wieder weg. Dann können wir weiterreden. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich sage mal so, die Existenz als solches ist halt einfach bedeutungslos. Bedeutet das jetzt, dass wir uns alle die Kugel geben könnten oder müssen? Nee, ich sag mal, ja, genau das bedeutet das. Weil alles, was ihr an Hoffnung habt, alles, was ihr denkt, es hätte Bedeutung, nein, hat es nicht. Tut mir leid, dass ihr es durch mich erfahren müsst, aber wir alle wussten, dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommen wird. Naja, Leute, allerdings, ich will euch ja natürlich nicht jetzt komplett in desaströser Stimmung zurücklassen. Ich bin deswegen mal so frei und lese euch jetzt hier die besten Witze von Fips Asmussen, dem Barden der Blödelei, vor. Also, ein Fan rief, ach nee, wir machen es spannend. Ich lese euch den Witz vor, aber ich lasse die Pointe aus. Also, ein Fan rief vor einem Auftritt, hey Fips, erzähl mal einen Witz. Der Fips, warum? Da könnt ihr euch jetzt interaktiv eure eigene Pointe zusammen zu machen. So, dann weiter. Du, ich habe vorhin deinen Mann gesehen. Er hat ja Blumen gekauft. Oh nö, da muss ich wieder die Beine breit machen. Ja, das ist. Und dann hier, Liebling, wieso guckst du dir immer diese Kochsendung im Fernsehen an? Du kannst doch gar nicht kochen. Dann, Freunde, ich wollte im Urlaub meinen Kummer trinken. So, das ist der DJ-Witz, ja. Den hat die vorhin auch schon gehabt, da kennst du die Pointe. So. Welche Vögel haben den Schwanz vorne? Geht ein Schornsteinfeger in eine Kneipe, bestellt einen Korn. Was macht ein Leprakranker auf dem Fußballfeld? Okay, die Pointe ist ganz nett, die sage ich jetzt. Er fault. Ah. Meine Güte, oh Gott. Oh Mann. Okay, den muss jetzt hier, den erzähle ich das Ganze hier. Zwei Frauen stehen vor dem offenen Grab ihrer Freundin, die 19 Mal verheiratet war. Jetzt sind sie endlich zusammen, seufzt eine. Welchen von ihren verstorbenen Männern meinst du denn? Keinen. Ich meinte ihre Beine. Meine Fresse. Stell fest, eine der größten Tragödien meines Lebens ist tatsächlich, dass ich Fips Asmussen niemals live gesehen habe. Das ist ja Humor Gold. Das sind ja Gags. Das sind schon keine Witze mehr. Das geht ja schon in die fünfte Dimension des Humors. Meine Fresse. Was haben wir sonst noch? Liefers trendet wieder in den Twitter-Trends am heutigen Abend. Es ist für einen Autounfall. Ich will es nicht wissen, aber ich klicke mal rauf. Ach je. Es gibt einen Jahresrückblick-Quiz und da ist halt Jan-Josef Liefers da. Warum nicht? Verdient er zumindest Geld und liegt uns nicht auf der Tasche. Sag ich jetzt mal. Der Scholz, der Olaf hat auch wieder irgendwas gemacht. Irgendwas mit Klima.
Ach Leute, ist dabei. Ich, ja, wo ist denn eigentlich der Frank nun wieder hin? Es ist so unglaublich, was er hier wieder macht. Lässt mich hier alleine und ich muss irgendeinen Quatsch erzählen. Ich weiß auch nicht, woher er immer diesen unglaublichen Glauben hat, dass ich hier ständig Monologe halten kann. Worüber denn? Ich meine, im Großen und Ganzen ist schon öfter vorgekommen, dass ich monologisieren musste. Und, Entschuldigung, und mittlerweile ist es doch alles mal durch. So viele spannende Dinge erlebe ich doch jetzt ehrlich gesagt doch einfach mal gar nicht. Hm. Ich könnte ja mal. Oh, wartet mal, Leute. Habe ich es gerade griffbereit? Moment. Jetzt mache ich mal etwas richtig Fieses hier. Das ist ja mein Mobiltelefon. Wartet mal. Ich werde jetzt nämlich mal gucken, ob ihm das dann überhaupt auffällt. Wartet mal. So. Muss ich gerade was gucken? Was ich jetzt nämlich mache, ist ein Lied raussuchen und dann mal schauen, wenn er den Kram dann hochlädt, ob es dann vielleicht Probleme gibt, weil YouTube irgendwie auf einmal sagt, dass da irgendwelches Urheberschutzzeug drin ist. Ja, mal gucken, welches Lied nehme ich denn hier? Ich habe vor kurzem den Film gesehen, Phantom of the Paradise. Und der ist eigentlich ganz cool und da gab es ein Lied, das hieß, Moment, The Hell of It. Hier. Moment. Erstmal Werbung. Let's Facts. Das Original. Ja, bla. So. Meine beste Freundin, wir kennen uns schon immer, immer füreinander da, so war es schon im Kinderzimmer, doch seit neuestem gibt es nur noch ein Thema vermehrt, dein neuer Typ behandelt dich, als wärst du gar nichts wert, wir reden jeden Tag, du sagst, er ist gemein, warum lässt du die Sache mit ihm dann nicht mal sein, doch ich weiß es genau, wenn du dich von ihm trennst, bist du diejenige, die hinter ihm herrennst, er ist kein Idiot, er weiß es ganz genau, du bist für seine Art gerade die perfekte Frau, er kann sich sicher sein, du willst ihn noch behalten, verzeihst ihm all sein beschissenes Verhalten. Geburtstag vergessen, mit Mädchen rumgemacht, du bist wieder ganz allein in deinem Bett die ganze Nacht. Keine Ahnung, wo er steckt, der Griff zum Handy voll schnell, doch klingelt es bei mir und nicht bei ihm sensationell. Komm bitte nicht mehr zu mir zurück, dein Leiden nur freiwilliges Unglück. Wenn es dir schlecht geht, dann schau nicht nur weiter zu, mach halt was, aber lass mich damit. Darüber diskutiert, immer waren wir uns einig, dass es so nicht funktioniert. Jedes Mal war klar, eure Beziehung hat keinen Sinn, trotzdem gehst du immer wieder zu ihm hin. Immer nur das Gleiche, doch jetzt ist Schluss. Ich halte es nicht mehr aus, deinen dauernden Verdruss. Es tut mir echt leid, ich kann es nicht mehr hören. In Zukunft mich bitte nicht mehr mit dem Thema stören. Von wegen gute Freunde, jeden Tag willst du mich zu. Meine Seele in Belagerung, unfassbar leidest du. Hast keine Skrupel bei mir, alles rauszulassen. Doch immer nur bei mir, er kann es ruhig verpassen. Bis jetzt war ich immer dein Gefühlsmüll. Einmal so gut wie ich verstand dich. Keiner hast nie gezögert, dich an mich zu wenden. Es tut mir leid, das muss ich jetzt beenden. Komm bitte nicht mehr zu mir zurück, dein Leiden nur freiwilliges Unglück. Wenn es dir schlecht geht, dann schau nicht nur weiter zu, mach halt was, aber lass mich damit in Ruhe. Komm bitte nicht mehr zu mir zurück, dein Leiden nur freiwilliges Unglück. Ich hab genug von dir.
irgendwann mal deinen Mut zusammenkratzt und ihn richtig verlässt, dann komm ruhig wieder reingeplatzt. Denn eigentlich kann ich dich sehr gut als Freundin leiden, aber momentan können wir so nicht befreundet bleiben. Okay, dir zuliebe und wegen der alten Zeiten will ich dir nochmal meine Hilfe heute unterbreiten. Du heulst, dir geht schlecht, das kommt hin und wieder vor. Immer raus damit, erzähl es mir, ich bin ganz Ohr. Du sagst, es ist jetzt endgültig aus. Ihr habt stundenlang gestritten und er ist wütend raus. Aus der Wohnung gerannt und jetzt bist du ihn los. Bist am Boden zerstört und fragst, was mach ich bloß? Das war genau richtig, plötzlich Handy Klingelton. Von traurig nach glücklich, dein Gesicht, ich ahne schon. Eine Nachricht von ihm, er will's nochmal versuchen. Du bist Feuer und Flamme, komm ich bloß nie mehr besuchen. Komm bitte nicht mehr zu mir zurück. Dein Leiden nur freiwilliges Unglück. Wenn es dir schlecht geht, dann schau nicht nur weiter zu. Mach halt was, aber lass mich damit in Ruhe. Komm bitte nicht mehr zu mir zurück. Dein Leiden nur freiwillig. So. Na, das war doch was, oder Leute? Mal gucken. Ah, bin ich ja mal gespannt, ob der Frank das jetzt herausfinden wird, was ich jetzt hier für gemeine Sachen gemacht habe. Ah, ich bin so gerissen und so teuflig. Frank, bist du wieder da oder die Ramona? Nein, wir sind deine Lieblingshamster. Oh mein Gott, das sind ja meine Lieblings... Hamster. Chip und Shep, ja? Flip und Flop. Wegen Chip und Shep gibt es Probleme mit Disney. Das können wir so nicht sagen. Deswegen sind wir Flip und Flop, die Podcast-Hamster. Wir haben gehört, total crazy Podcast. Um nicht zu sagen, die beste Ausgabe aller Zeiten. Und da dachten wir, da müssen wir doch einfach mal mitmachen. Das ist toll, ich habe schon Hunger bekommen. So, kommt her, ihr beiden. Kommt ihr her, ihr beiden. So, jetzt aber Schluss hier. Der Kopf ist besonders knusprig und schmeckt ganz einfach wunderbar. So, gestärkt kann ich wieder hervorgehen aus der Sache hier. Ist sonst noch irgendeiner hier, der gefressen werden möchte? So, mein Sohn richtet sich gerade zum dritten Mal im Bett auf. Du kannst eine Abmoderation machen und schließt halt einfach ab, wenn du fertig bist, okay? Ja, okay. Ja, sorry. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's von mir hier in der Tafkak-Show. Euch allen ein fröhliches neues Jahr, einen guten Rutsch und ja, ich überlasse das Mikro einmal mehr dem Maestro und seinem Flavor of Love. Ja, gut, Leute, was soll ich jetzt hier groß eingelegt erzählen, wenn ich ehrlich bin? Ich habe ja eigentlich schon alles gesagt. Es wird jetzt auch nicht besser beim dritten Mal, um es mal ganz klar zu sagen. Meine Fresse, das ist ja mal, also ich glaube, man kann sagen, die Sendung ist ein bisschen zerfasert. So ein ganz klein bisschen, vielleicht. Aber naja, was will man machen? Meine Güte, was haben wir jetzt? Ja, habe ich eine Arbeits-E-Mail, SMS hier bekommen, die kompletten Unsinn schreibt. Ich, ja, schön. Naja, was willst du machen? Leute, ich sag mal, ich habe zur Abmoderation eigentlich auch nicht mehr sonderlich viel zu sagen. Ich bin deswegen, sage ich auch mal ganz einfach, das war's jetzt hier. Guten Rutsch ins neue Jahr und so.
Und ja. Tschüss, Kim. Bye, bye.